Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen gemischten Haul. Naja, so klein war es nicht. Schon irgendwie interessante Produkte wollte ich euch nicht vorenthalten. Den einen oder anderen könnte es interessieren. Und ich habe auch ein paar Neuheiten gekauft. Genau. Zuerst mal fange ich an mit einem Paket von Yepoda. Da wurde mir wieder was zugeschickt, aber ich habe da nochmal nachgefragt, weil eine Farbe war jetzt leider nicht dabei. Genau, und dann möchte ich euch gerne das komplett in einem Video vorstellen, deswegen zeige ich es jetzt erstmal nur kurz. Da habe ich nämlich The Multi Balm, einmal das hier. Die gibt es jetzt neu, die kann man für alles Mögliche verwenden, Augen, Wangen, Lippen und kann dann quasi irgendwie so einen kompletten Look damit machen. Finde ich super spannend und interessant, freue ich mich schon aufs Austesten und gerne mit euch zusammen. Schreibt es mir in die Kommentare. Da habe ich nämlich einmal das hier, wo man das Ganze dann reinstecken kann. Ich zeige es jetzt erstmal nur kurz, weil wie gesagt, da fehlt eine Farbe. Und dann habe ich zwei Refiller hier. Very Beautiful. Ich zeige es euch mal. Ich finde das cool, dass man das dann eben auch so austauschen kann. Das nimmt nicht so viel Platz weg und dann kann man immer gucken, was einem interessiert. Die Farbe hier gefällt mir extrem gut. Ich swatche auch noch nichts. Das machen wir dann alles im Video, sonst habe ich hier alles schon vorweggegriffen. Und dann habe ich noch Rosé All Day. Und es gibt noch eine andere Farbe, Sassy Sunset. Genau, da schauen wir dann mal. Oh, das ist auch wahnsinnig schön. Die Farbe sieht so aus. Ich habe das jetzt mal da reingesteckt, dass man das mal so im Kompletten sehen kann. Bin gespannt auf jeden Fall. Und dann holt man es wieder raus. Und dann könnte man das austauschen, je nachdem, auf was man gerade Lust hat. Und kann das dann auch ganz gut unterwegs mitnehmen. Nimmt nicht viel Platz weg. Finde ich wirklich, wirklich schön. Vielleicht habe ich auch einen Rabattcode, werde ich mal nachfragen. Den findet ihr dann in der Infobox. Da habe ich ja immer mal wieder ein... Genau, aber zum Kompletten kommen wir dann noch. Wie gesagt, ich wollte es jetzt noch mal kurz hier zeigen, weil es angekommen ist. Dann habe ich noch etwas von Purish. In diesem schönen Karton hier. Und da habe ich ein paar neue Produkte und ein paar Produkte bestellt, wo ich schon länger mal was ausprobieren wollte. Und auf diese Marken gibt es auch gerade 15% Rabatt. Und es gibt auch immer mal wieder Aktionen. Schaut gerne rein. Ich blende euch meinen Rabattcode auf jeden Fall ein. Werde das unten auch noch mal reinschreiben. Und dann könnt ihr sparen. Generell könnt ihr den Rabattcode aber immer anwenden. Und dann könntet ihr mich auch ein bisschen unterstützen natürlich, damit ich weiterhin die Videos auch für euch machen kann. Ich zeige euch, was ich da Schönes geholt habe, was ich mir ausgesucht habe. Das sind 5 Produkte und ein Produkt, das wird auf jeden Fall auch in die Mega-Verlosung wandern. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, ist es noch nicht online. Ich habe das jetzt geplant und zwar zwischen dem 20. und 25. werde ich ein Video online stellen, wo ich wirklich nur die Verlosung drin zeige. Also das Video heißt dann auch Verlosung und damit es auch keiner verpasst, weil ihr habt es alle verdient, 10.000 Abonnenten und da möchte ich natürlich auch, dass das jeder mitbekommt und dann könnt ihr teilnehmen. Genau, da gibt es nämlich auch was mega cooles von Purish und was mega cooles von Yepoda. Beide Firmen unterstützen mich und haben da was für euch zur Verfügung gestellt. Das erste Produkt, was ich mir ausgesucht habe, was ich mal ausprobieren wollte, ist das hier von der Marke Ilia. Davon habe ich noch nie was ausprobiert, fand ich demnach auch super spannend. Das sieht so aus. Ist ein True Skin Radiant Priming Serum. Genau. Hat mich interessiert, 30 Milliliter, wie gesagt, so ein Serum-Primer. Werde ich auch auf jeden Fall in einem Schminkvideo alles mit euch ausprobieren. Das habe ich auch schon geplant. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das dann im Gesicht performt, wie das Ganze funktioniert. Hat jetzt nicht unbedingt einen Geruch, schäumt so ein bisschen.
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Macht aber einen guten Eindruck. Riecht irgendwie eher so ein bisschen blumig, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, spannend auf jeden Fall. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, schreibt es mir mal. Dann haben wir noch von der Marke, und das ist ein Produkt, was auch in die Verlosung wandert, weil ich hatte mir da was anderes ausgesucht, habe das jetzt zugeschickt bekommen und das ist nicht so ganz meine Farbe, ist aber nicht so schlimm. Und dann habt ihr auch noch was davon, ist ein super hochwertiges Produkt. Das ist die Farbe Saint, und zwar ein Balmy Gloss Tinted Lip Oil. Okay, so sieht das Ganze aus. Ich werde es mal vorsichtig rausholen und euch die Farbe zeigen. Wie gesagt, das wird auch in der Verlosung zu finden sein. Ich mache da ein ganz, ganz großes XXL-Paket mit vielen schönen Produkten und deswegen swatche ich es jetzt auch nicht. Und da wird das auch mit dabei sein. Dann habe ich was Cooles entdeckt von Revolution Skin Tint. Das hier, und das hat mich mega interessiert. Erstens mal hat das so einen schönen Pumpspender hier. Das liebe ich. Produkte mit so Pumper verwende ich unheimlich gerne. Da kommt nämlich alles richtig gut raus. Ich habe jetzt hier Medium Light. Ja, Tinted Moisturizer. Ich denke, das ist angenehm, wenn es schön warm ist. So, jetzt haben wir erstmal den Serum Primer hier aufgetragen auf meinen Handrücken. Und jetzt das hier. Das ist die Farbe. Mal gucken, ob mir das passt. Aber ich glaube schon. Oh, ist super schön weich. Lässt sich gut verteilen. Macht auf jeden Fall einen ebenmäßigen Teint. Ich bin mal gespannt. Also so auf dem Handrücken macht es jetzt erstmal einen guten Eindruck. Wie gesagt, Video ist geplant, werde ich das ausprobieren. Und dann habe ich noch mega cool zwei Produkte von Wissiart. Da habe ich noch nie was ausprobiert. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, meine ich. Und die Marke hatte mich schon lange mal interessiert. Und da gibt es eben auch Prozente drauf. Und das ist einmal hier der Glow Intense Highlighter. Sieht so aus. In der Farbe Fairy Dust 03. Super schönes Teilchen hier. Ist ein Spiegel mit drin. Und das ist der Highlighter. Prägung mega schön. So sieht das Ganze aus. Mache ich mal hier drüber. Oh, mega schön. So, da bin ich schon wirklich gespannt drauf. Ist ein bisschen dunkler, als ich erwartet habe. Seht ihr hier meine Kamera? Ist ein bisschen dunkler, als ich erwartet habe. Aber hat so einen schönen Rosé-Schimmer noch mit drin. Oh, ich bin gespannt, wirklich. Bin ich gespannt. Es gibt noch andere Farbvarianten, wenn euch das interessieren sollte. Und dann habe ich eine Palette mitgenommen, wo ich dachte, das könnte für viele auch interessant sein von der Marke. Mit Farben, ja, die halt eben alltagstauglich auch sind. Die da. Das sieht so süß aus, Leute. Das ist die Palette, die nimmt wirklich nicht viel Platz weg. Ist schön klein und das sieht so süß aus hier. Mit Spiegel. Oh, gefällt mir. Also da kann man wirklich tolle Alltagslooks mit schminken. Kann auch was gut für abends schminken. Kann ein bisschen dezenter machen. Kann ein bisschen, ja, ein bisschen auf die Kacke hauen. Also das ist ja schon echt mega schön. Da bin ich gespannt drauf. Das ist so, ja, meine Komfortzone natürlich, die Palette. Freue ich mich drauf, werden wir ausprobieren. Bei Amazon habe ich mir mal solche Steam Eye Masks bestellt. Sieht so aus, ist gleich eine riesengroße Packung, sind 16 Stück drin.
Das hier ist die Marke. Ich werde euch das auf jeden Fall mal verlinken. Und das soll eben die Augen entspannen. Ich finde, gerade wenn man so Stress, also momentan habe ich wirklich viel zu tun und abends liege ich dann noch im Bett wach und denke drüber nach und kann dann nicht schlafen und irgendwie kann ich dann schlecht runterfahren. Und das dauert dann immer eine Zeit lang. Und dann ist das auch so, dass meine Augen dann so brennen und so übermüdet sind. Und das soll das halt alles lindern. Genau, und das ist so eine Maske, die eben warm wird, sobald die an die Luft quasi kommt. Und das soll die Augen schön entspannen, man soll runterfahren können, soll so einen Wellness-Effekt haben. Und ja, das hatte mich mal interessiert. Ich habe das schon mal von anderen Marken ausprobiert, 2-3 Mal. Und deswegen dachte ich, komm, das fandest du doch ganz gut. Vielleicht bringt das was. So sieht das Ganze dann aus. Und dann kann man das eben aufmachen. Soll dazu dienen, dass das Blut auch besser zirkuliert. Augenringe soll es wegmachen, feine Linien entfernen. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde das testen und dann seht ihr es auch nochmal im Aufgebraucht-Video. Wie gesagt, ich werde es euch verlinken. Ich fand das halt eben schön, dass das so eine große Packung hier ist. Und dann hat man gleich ein bisschen was auf Vorrat. Und dann kann man das auch gerne mal am Computer verwenden, um so ein bisschen die Augen zu schonen. Um im Flieger, Bett natürlich. Das fand ich cool. Werden die ein oder anderen wahrscheinlich kennen. Verlinke ich. Und dann könnt ihr mal gucken. Genau. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren, werde das testen. Und dann seht ihr es im Aufgebraucht-Video. Dann habe ich bei TK Maxx was gekauft. Und zwar einmal für die Kleine. Und das fand ich echt richtig cool. Da gibt es super viele verschiedene Sets aktuell von Playmobil. Also wenn eure Kinder sich für Playmobil interessieren. Ich habe das Set jetzt halt mal mitgenommen, weil wir haben schon so viel. Aber das ist halt mit so einem Dino-Ausgrabungsset. Da ist richtig viel dabei. Ist ein richtig schönes Set und für Dinos interessiert sie sich ja immer noch sehr. Und das hat nur noch 3,99 Euro gekostet, aber da gibt es noch andere Sets, richtig schöne, auch eher mit so Mädchenthemen, sage ich jetzt mal. Und auch große Sets, da gab es was mega cooles. Das hat auch gerade nur noch 6 Euro gekostet, aber ich habe mich zurückgehalten, weil ich kann nicht das Kind dermaßen permanent überhäufen, das ist nicht gut. Sie hat schon viel und deswegen habe ich mich zurückgehalten und habe dann nur das hier geholt. Und genau, für 4 Euro. Aber wer was braucht für Kindergeburtstage, jetzt geht es ja wieder los. Wir haben auch eine Einladung hat sie, aber das Kind wünscht sich Lego. Ja. Schade. Aber gut, ne? Playmobil ist auch immer angesagt. Aber wenn das Kind dann explizit sagt, Lego, wäre es doof, wenn ich dann mit Playmobil komme, ne? Ja, genau. Aber als kleiner Tipp, falls ihr da noch was braucht, ist ja meistens bei den TK Maxx gleich. Und dann hole ich noch was. Habe ich mir ein T-Shirt gekauft. Das ist so ein T-Shirt, was auch viele haben, was den meisten so gefällt. Ja, genau, deswegen dachte ich, ich zeige es euch auch mal. Gibt es aktuell für 15 Euro Levi's, wie auch immer. Diese T-Shirts, die sind ja, meine ich, angesagt. Gibt es auch noch mit Blau. Und das hat mir auch gut gefallen. Das geht immer. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Ich habe jetzt hier die Größe S. Ja, genau, das hat mir gefallen. Das durfte auch mit. Wenn ihr was eben schon immer mal haben wolltet, euch aber zu teuer war, so wie mir, schaut mal bei TK Maxx. Und dann war ich noch bei Rituals und da habe ich 2 neue Produkte entdeckt. Das habe ich schon einpacken lassen, aber ich werde das mal versuchen hier aufzumachen. Ja, geht ganz gut. Da gibt es nämlich neue Produkte für Männer und es ist ja bald Vatertag. Mein Mann hat auch bald Geburtstag, aber ja, da werde ich ihm was anderes besorgen. Also das wird ihm die Kleine dann geben können auf Vatertag. Das ist einmal ein Cooling Shower Gel.
Das kühlt halt, wie gesagt. Und jetzt gerade im Sommer fand ich das cool. Es gibt es auch noch Haut und Haar. Also für Body und Haare, ohne dass es kühlt. Aber ich wollte das hier. Und dann gibt es noch zwei verschiedene Duschschäume. Einmal so einen grauen. Da hat mir der Geruch aber nicht so gut gefallen. Der hat mir viel, viel besser gefallen. Cedarwood, ist das Sandelholz? Und Vitamin E-Komplex, genau, das hatte mir halt besser gefallen, gibt es jetzt neu. Riecht echt gut. Genau. Also falls ihr da irgendwie noch was braucht, dachte ich, ich zeige es euch mal. Da gibt es jetzt, wie gesagt, neue Sachen. Und natürlich gibt es das Shampoo, was ihr immer benutzt habt, nicht mehr. Ja, irgendwie ist das immer so. Er hat immer Pech, dass es dann immer genau das Shampoo, was er benutzt, nicht mehr gibt. Also irgendwie gefühlt so alle paar Monate wechseln die Männer-Shampoos aus. Das ist natürlich gerade für Männer nicht gut, weil Männer sind ja so Gewohnheitstiere bei solchen Produkten. Ja, schwierig. Sie hatte auch keins mehr im Lager, sonst hätte ich noch mitgenommen. Mal gucken. Ich wollte auch noch mal online bestellen, weil ich war im Store und da gab es jetzt nicht alles, was ich haben wollte. Und deswegen musste ich dann noch mal online bestellen. Mal gucken, vielleicht gibt es das online noch. Und dann werde ich ihm dann noch mal was sichern. Was soll's? Kann man nichts machen. Genau. Die zwei Produkte als letztes. Das war's dann mit dem Haul. War jetzt halt eben so ein bisschen gemischt. Vielleicht hat es euch auch interessiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Viel Sonne. Genau, das war's. Macht's gut. Tschüss.